Hallo Freunde, heute geht es darum, wie man aus Pflanzen, die man erntet, noch eine Ernte kriegt. Ich habe hier Porree oder Lauch und wenn man jetzt unten das Teil mit der Wurzel einfach abschneidet, vorausgesetzt man hat ein scharfes Messer, aber es geht jetzt auch mit dem, dann hat man das Teil mit den Wurzeln. Und wenn man das jetzt ganz einfach in die Erde steckt, dann sollt ihr mal gucken, wie schnell in ein paar Tagen da neuer Lauch wächst. Müssen wir natürlich gleich noch angießen, das ist klar, aber das geht ja ganz hervorragend und das geht mit vielen Sachen so. Da kann man zum Beispiel Salat, Lauchzwiebeln und solche Sachen nehmen. Das zeige ich euch später auch nochmal. So, also rein damit in die Erde. Und gleich noch ein bisschen Wasser drauf. Und dann kann es wachsen. So haben wir einmal geerntet und können bald nochmal ernten. Ich hoffe, ihr konntet das jetzt alles gut sehen. Und ich schreibe euch das aber auch noch im Blog nochmal genau, mit welchen Pflanzen das zum Beispiel geht. Mach's gut!